Alle Gäste aus nah und fern und herzlich willkommen an die Rucksackmusikanten aus der Rhön. Die bringen ja immer gutes Gästepublikum mit, viele Fans, und es ist auch gut so. Herzlich willkommen. Ja, das Saalmusikum, jetzt im 17. Jahr mittlerweile eine feste kulturelle Größe. Ich habe gestern Abend erfahren, dass die Veranstaltung hier in Elfershausen eine von den ersten Veranstaltungen war, die stattgefunden hat. Gestern Abend habe ich das Floß in Machtenshausen eingepackt und habe es heute die Saale runter wieder ausgeladen. Genau, erheben es mal hoch, genau. Und hier ist unser Floß angekommen und morgen geht es weiter nach Hammelburg. Und die nächste Station ist, glaube ich, überhaupt, wenn ich mich recht entsinne. Genau. Gut, dann würde ich noch sagen, ich wünsche uns heute allen einen schönen Abend. Wir haben milde Temperaturen, da kann man lang sitzen bleiben. Gut, durch. Herzlichen Dank an die Feuerwehr, die das Fest heute Abend bewirtet. Und sind schön mit und haben wir Spaß und einen schönen Abend noch für uns alle. Danke. Dankeschön für die netten Begrüßungsworte, Herr Bürgermeister. Wir, die Rhöner Rucksackmusikanten, begrüßen euch auch recht herzlich. Viel Spaß, gute Unterhaltung heute Abend, wenn wir fertig sind. Tun wir das Floß dann drüben in die Saale. Der schwimmt dann allein nach Hammelburg oder nach Dietbach. Ich soll das hier, wo sie es dann angeln, wenn ich irgendwas mache. Ja, natürlich begrüße ich auch die Gäste, die daheim sind. Es sind noch Plätze frei, könnt euch noch kommen. So kalt, so warm ist es auch nicht. Also, wir machen heute eine Livestream-Übertragung. Wir können das morgen nach daheim nochmal ansehen. Wir können sehen, wie ihr da gesessen seid und habt geschwitzt. Wenn ihr dann gemütlich daheim im Bierkeller sitzt.
Also weiter geht's mit dem Stück. Wir Musikanten spielen heute auf. Viel Spaß, gute Unterhaltung mit den Röhner Rucksackmusikanten, Seite 108. Ja, der Erwin ist heute nicht dabei, da müssen wir heute mal sehen, wie wir das machen. Ja. Der Schriftführer, ja. Das ist der Einzige, der mit Kreide umgehen kann. Thank you.
Das nächste Liedstück, 101, Zeile 101. Auf zum fröhlichen Applaus. Thank you.
So, weiter geht's mit einem Stück romantische Städtchen, was zum Schunkeln, aber halt wegen sachter, ne? Nicht so euch, spitzter. 110, so leicht ein bisschen rüber, so 5 mm nach rechts, 5 mm nach links ist da. Softschunkeln nennt man das, Softschunkeln. Goldene Franken.
Dankeschön. Sechste Schicksale 69. Ein Lied aus dem Titel, dritte Klasse aus der Schulzeit, aus Grauerstädte Mauer. Im leeren Pelz haben wir das gesungen. Seite 69. Sind gefühlte ja, 60, 63 Jahre. Thank you.
letzte Stück nach meiner Heimat sitzt mich wieder, Seite 16. Dieselbe Lob, dieselben frohen Lieder.
das sechste Stück, Seite 19, steige ich den Berg hinauf. War das laut genug, ja? Haben wir es gehört? Gut. Wir können höchstens ein Nummerngeld irgendwie uns da aus dem Publikum rausholen, die läuft damit nicht auf oder so. Wer, wo? Oh ja, hab ich gehört. Schluss dieser Runde machen wir noch einen flotten Marsch. Dem Land Tirol die Treue. Seite gibt's keine. 18? Was hast du für ein Gesamtbuch? Ja? Bei mir steht nichts drin in meiner Runde. Also du hast recht, 18, ja. We'll be right back.
Heimat, mein Tiroler Land. Die Gipfel schallen hell in ihrem Glanze und Leute weit von steilen Felsen wand. Du bist das Land, dem ich die Treue halte, weil du so schön bist, mein Tiroler Land. Du bist das Land, dem ich die Treue halte, weil du so schön bist, mein Tiroler Land. Hat dich jetzt freigeschlagen, von dir gerissen wurde Südtirol. Die Gold mit den Grüßen und von Ferne, in roten Blut zum letzten Leben wohl. Du bist das Land, dem ich die Treue halte, weil du so schön bist, mein Tiroler Land. Du bist das Land, dem ich die Treue halte, weil du so schön bist, mein Tiroler Land. Ein Geruch, eine Flasche, die hat ein Prosit, der gemütlich herauf geht's. Ein Prosit, ein Prosit, den Gemütlichkeit. Ein Prosit, ein Prosit, den Gemütlichkeit. Und zwar, super, Prost! Thank you.
Das wird Wahnsinn, hä? Seite 17,
Essen aufhören. Servus Markus, erste Ventil funktioniert. Warum?
Kreis können. Das nächste Stück ist ein Medley, das sind mehrere Lieder, die alle im Liederbuch irgendwo stehen. Aber wo? Das können wir auswendig. Wenn es wieder Sonntag wird. Wir wiedersehen, wir
Irgendwann sehen wir uns in Anruhe wieder. Und natürlich grüßen wir auch den. Ja. Da. Das wird über sich passieren. Den Heinrich Issing. Ja, den Heinrich Issing aus Bad Wörishofen. Jawohl, siehst du. Viele Grüße nach Bad Wörishofen. Hör noch ein bisschen zu, vielleicht kommen wir nächste Woche nur zu euch dann. Oh, dankeschön. So, die nächsten zwei Stücke sind zwei Corona-Stücke. Die sind leider noch nicht im Liederbuch. Die haben wir erst im März einstudiert. Ja, zwei Stücke. Das erste, ein Zigeunerkind bei 1000 Tränen. Das ist ein Lied von den Schäfern. Das sind die dicker Schuhe. Zufrieden, denn was wir nicht sehen,
So, das nächste Stück, Liebe Heimat, vom Obergreiner Sechste. Yeah.
Thank you.
Warum bist du
Thank you.
Seite. An meine Enkel in Italien, die haben gerade geschrieben. Die liegen in Bibione an der Andrea und gucken dem Opa Miguel zu. Schöne Grüße an Maria und Clara und auch an die Engel, die in Wörbeich sitzen, ne? Und alle, die mich kennen.
Thank you.
Das nächste Stück sind Fritzert aus der Hohen Rhön, Seite 76. Thank you.
Das nächste Stück, das Kreuzberglied, Seite 8. So, jetzt könnt ihr ein bisschen mehr schunkeln als vorhin, ja? Jetzt geht's ein bisschen, kommt ein bisschen Luft mit rein. Wir haben einen Kühlschrank aufgemacht vorhin dahin. Kippt was da oben rein, ja? Tröppelt auch ein Kreuzberglied, das Heimatlied der Röhner gemacht. Dann machen wir das Rennsteiglied, das Heimatlied der Thüringer. Auf geht's.
Keine Ahnung. Wahrscheinlich wird es gleich rohren, oder? Thank you.
Stück Seite 40 im Liederbuch. Seite 40. Thank you.
So, das nächste Stück, Seite 58. Seite 58. Um Katharina. Thank you.
ein Prost in der Gemütlichkeit. Auf geht's, jeder in sein Glas, seinen Krug, seine Flasche, auf geht's. Ein Prost in ein Prost in der Gemütlichkeit. Ein Prost in ein Prost in der Gemütlichkeit. Das ist zwei, drei. Zufall. Einmal halb weg, nicht einmal drauf. Ein kleiner Trinkspruch noch, ein kleiner Trinkspruch. Alle Jahre wieder schlachten wir ein Schwein. Opa sticht es nieder, Oma kocht es ein. Die Kinder kriegen Mettwurst, die Männer kriegen Speck, die Frauen kriegen gar nichts, sonst werden sie zu fett. Ja, das fängt auch und wenn man den Fotoauslöser kurz drückt, ne? Ja. Das ist der wohl Scharfstelle. Jetzt hat er da Scharfstelle, jetzt geht's, ne? Der hat so viel, du musst auch mehr auf die Mitte vor der Kamerastelle scharf. Dann nimmt er nicht alles rauf, außer mal scharf auf. Da möchte er mehr auf ihn kommen. Ja, der weiß ja nicht, wo du bist. Nee. Der geht ja schon mit, du siehst ja das gelbe Licht in Blinker, und die möchte dann scharf. Und wenn er aber da so 12 Punkte hat, wo er scharf machen soll, bei der Dunkelheit, macht er nichts. Ja, deswegen drücke ich dann immer mal kurz den Auslöser. Ja? Dann siehst du. Ach so, wenn du auch in der Position bist. Ja, okay. Ja, genau, ne? Jetzt wird schon langsam. Die Kamera hat eine wahnsinnige Linse, die macht immer noch. Ja, also das immer noch da helle Wolf, was hinter ist. Ja. Ja, die helle sowieso sehr gut aus. Ich bin jetzt aber drin, ich habe mein Foto war kaputt, das habe ich eingeschickt kurz, 250 Euro Ding. Da hatte ich mal gefragt nach einer neuen, also ich erkenne. Und die neue, das ist ja gigantisch. Die R7, da kannst du, du könntest theoretisch 30 Bilder in der Sekunde machen, wenn du Fotos merkst. Das ist auch eine Vollformatkamera, so wie die, oder? Ja, Vollformat. Ja, ja. Wo richtig krasses Loch hat, nicht mal so eine Scheiße. Ne? Ja, das ist allerdings, da kannst du 800 mm Objektiv, ja. Das geht von 16 oder was bis 800, das ist irre. Die kannst du selber, die große, die könnte theoretisch digital 30 Bilder machen in der Sekunde, der interne Speicher schafft du in das Ganze. Da dauert es ein paar Sekunden, bis du wieder rübergeschoben hast in die Karte rein. Und die kleinere, die schafft 15 Bilder pro Sekunde. Die schafft ja, weil der Speicher immer noch groß genug ist. Ich denke, wenn beim Video, dass das gemacht wird, ne? Wir machen so viele Bilder pro Sekunde, macht ihr schon. Ich habe das Mach schon gehört, weil wo ich sage, ich brauche jetzt Fotos, dann drücke ich einfach drauf, oder auf Sportprogramm, da will ich dann auch 4 Bilder in der Sekunde. Oder du gehst einfach drauf und dann bei der 20 sind der 15 nicht so gut, das weiß ich ewig. Und die anderen 5 kannst du rausgesucht. Ich mache ein Video und schneide mir sicher noch was raus. Ja gut, das haben wir auch. Ja,
Situation zur letzten Runde. Normal müssten wir schon fort sein. Eigentlich haben sie gesagt, bis 9 Uhr sollen wir spielen, aber es ist schon halb 10 Uhr. Machen wir bis 10 Uhr. Egal. Die letzte Runde, Leute, wir geht los mit einem Medley. Rote Rosen, rote Lippen, roter Wein. Der Wein ist mir am liebsten. Seite 94. Die Liebigkeit.
Bella, Bella Marie. Das letzte Stück. Vielen Dank bei der Freiwilligen Feuerwehr, ja, für die Bewertung für euch. Wir freuen uns natürlich immer, wenn wir nach Elbershausen kommen können. In 3 Wochen sind wir schon wieder da. Am 14. August sind wir wieder in Elbershausen. Wir können uns wieder hören am nächsten Montag in Egenhausen, dann Sonntag drauf, das letzte Wochenende im Juli, bei Gozi, am Samstagabend am Füllbacher Hof und am 6. August dann wieder in Bremersdorf. Macht's gut, bleibt am 8. August in Bremersdorf. Am 8. August, 8. August. 6. Bobbelau. Ja. Bleibt gesund, kommt gut nach Hause, passt auf, dass ihr von vorne drauf habt. Sierra Madre, auf geht's! Morgen kommt und die letzten Schatten vergehen.
Servus, mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Thank you.
Club Steinach. Ja! Mach euch mal wegen Hail. Ist mal gassiert. Möchtet ihr jemanden grüßen? Eure Männer vielleicht? Wir grüßen alle Steinacher. Die Steinige, die Brüder. Und unser Bürgermeister. Aha. Ja, den Sandball. Jawohl. Gut. Wunderbar. Toll. Klasse. Möchtest du auch jemanden grüßen? Nein? Okay. Noch jemand hier, der jemanden grüßen möchte? Wer möchte was sagen? Okay. Pass auf, was er sagt. Es kann alles gegen euch verwendet werden. Die beste Stimmung in der Region. Und wir grüßen die Rhön und Bad Neustadt. Jawohl. Dankeschön. Ja. Und wir freuen uns auf die Gemündener Hütte. Jawohl, 15.8. Hütte. Das war ein wunderschöner Abend hier heute. Mit Gesang, hier, mit Musik, mit allem drum und dran. Ich danke der Musik, dass sie so schöne Lieder gespielt hat. Wir danken dem Publikum. Ohne Publikum wäre es nicht möglich. Da wäre die Veranstaltung, da wären wir nicht da. Ja. Und da hätte man auch keinen Spaß. Jawohl. Alles klar. Ja? Dankeschön. Na, wunderschön. Wolltest du noch was sagen? Wolltest du noch was sagen? Monika, möchtest du was sagen im Fernsehen? Möchtest du was sagen im Fernsehen? Nee. Könntest du noch was tun? Ja, ich bin natürlich super. Ich hab schon gestern den ganzen Abend. Das ist die Moni, die muss ich. Das ist die Frau. Die muss ich mal vorstellen. Das ist unsere Moni, das ist die Frau von unserem Chef, von Bede. Ja, ja, ja. Ja, Gertrud, soll ich schon eine Grüße aus. Ja, die Gertrud war schon live dabei. Die hat uns online massiert heute, die Gertrud, weil sie konnte nicht da sein. Ja, hat uns online massiert, über YouTube, kann man sagen. Ja, ich habe so angesehen. Ja? Super. Die einzige Elvis-Häuser von uns, ne? Jetzt bist du die einzige Elvis-Häuser. Elvis-Häuser, ne? Elvis-Häuser innen. Elvis-Häuser innen. Aber nur ein Schmeckchen. Du bist auch noch kein Engländer? Nein, ich bin kein Engländer. Ist irgendjemand auf dem... Ja? Das ist echt. Oh, das ist echt. Liebe Gäste, wir haben... Das ist echt. Eine echte Elvis-Häuserin? Ja. Jawohl. So sehen die Leute aus in Elvis-Häusern. Glücklich, zufrieden, gut angezogen, reich mit Schmuck behemmt. Elvis-Haus ist ein reiches Dorf, ne? Ja. Hat doch ein Schloss, oder? Ein Schloss. Guck mal, ja, die haben sogar ein Schloss in Elvis-Häusern. Superbürgermeister. Und ein ungeimpfter Superbürgermeister. Ja, und eine Kugellagerfabrik, ne? Ja, den eins war schon ab. Schade, wir versuchen mal, dass wir noch ein bisschen den Schlosshof hier zeigen. Das ist schön. Heutzutage wird im Schloss das Bier gelagert. Aber der Hof ist schön doch. Ne? Wunderbare Ambiente. Vorhin hast du davon geredet. Und der Baum, das war so klein, da war immer noch ein ganzes Zelt da drinnen. Ne? Das Mautfest war immer der ganze Hof ein Zelt. Und da war der Baum noch so klein, dass das Zelt, und da wäre wieder Baum zu groß, und so muss ich ein Zelt aufstellen. Das ist ja ein Baum wegmachen müssen. Ah ja, na, dann lieber ein Baum. Das ist aber schon so fast 50 Jahre. Schön gewachsen.
Kann man das jetzt gucken? YouTube?
Ach so. Ja, wo kannst du denn auch noch gucken? Aber es ist jetzt auch gleich. Es ist jetzt auch nicht gleich. Schaut, dass es nicht genügend heute zu spät war. Warte, warte. Ja. Wir haben gerade zu kurz, ja? Noch jemanden grüßen? An wen? Wir sind im Fernsehen, bei YouTube. Ich jetzt live dazu. Ist bei YouTube, das ist live jetzt. Jetzt? Kannst du aber morgen auch noch gucken. Okay, danke. Bei YouTube. Sind Sie nicht bereit? Das runde Ding mit der Zahl. Wo ist das? Da haben wir uns geguckt. Bei YouTuber? Ja. YouTuber? Ja. Gibst du ein? Rucksackmusikanten? Ja. Elvershausen. Ja. Live betrachten. Dann sind sie. Ja. Und dann schickst du irgendjemand bei uns eine Nachricht. Der schickt dir dann so Knöpfe, wo du drauf drücken musst. Da bist du doch. Ja. Weißt du noch nicht? Aber ich will noch was auch. Nein. Komm, aber als Abschlusswort. Das war ein toller Abend. Bleib da stehen. Ich gebe mal Geld aus. So. Der Norbert Sammet, einer unserer Filmer, also einer von denen, wenn er uns bei YouTube guckt, sind viele Filme, die hat der Norbert gemacht, Norbert Sammet, da findet ihr die. Und er hat auch heute Abend wieder gefilmt und hat den Ton aufgenommen. Das war ein geiler Abend. Letzte Wort, ein geiler Abend. Ja, beim nächsten Singen kommen, ihr könnt nichts Besseres machen. Ciao! Was hast du noch ein Grußwort an unsere Fans? Ja. Trinkt mehr Bier. Ein Rat von einem erfahrenen Musiker. Übt nicht so viel. Trinkt mehr. Trinkt mehr, jawohl. Gerhard, du hast sicher auch noch einen dummen Spruch, hä? Oder Spaß gemacht? Ja, willst du beim nächsten Mal mitspielen? Das ist der Gerhard, ein Urgestein aus Wattfenster, früherer Bergmusikant. Hast du noch einen blöden Spruch für uns, Gerhard? Ja. Erzähl. Ein Hund und ein Schwein gingen eine Ehe ein. Und das Produkt aus dieser Runde haben wir noch sommeren Schweinehunde. So, das ist deins. Deins wahrscheinlich. Kommst du rein? Ganz zuletzt irgendwie. Kommt das mit nein oder nicht? Kommt alles nein, ja. Ich komme hier. So, da gibt es ein System, deswegen will ich nicht. Weißt du den Koffer da? Der Koffer kommt auch rein, oder? Ja. Ja, man kann halt alles haben. Da müssen wir halt.